Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und eine Verlosung. Und ja, es ist die Muttertagsbox der Glossybox bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt und vielleicht auch eine gewinnen willst, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, eine von den beiden Boxen habe ich nämlich in der Kooperation zur Verfügung gestellt bekommen, um sie hier zu zeigen. Und die andere habe ich selber bestellt. Es gibt ja dieses Jahr zwei Versionen davon. Also zwei Versionen ist gut, einfach nur zwei verschiedene Verpackungen. Das ist einmal die blaue Variante und einmal die rosa Variante. Denn eine habe ich mir auch selber bestellt. Ich weiß nicht, welche von beiden jetzt welche ist. Ich werde jetzt die blaue Variante auspacken und es ist aber, glaube ich, der gleiche Inhalt drin. Wenn du, also theoretisch kannst du in diesem Video... Es fängt chaotisch an, es tut mir leid. Theoretisch kannst du die Peachy-Box hier gewinnen. Wenn du aber sagst, oh, ich hätte aber lieber die blaue Variante, dann schreib mir das einfach, dann packe ich das einfach um. Das kriegen wir schon hin. Genau. Die gab es für 35 Euro für Glossies und für 45 Euro für Nicht-Glossies. Und ich bin fasziniert von diesen ganzen, ich habe schon wieder den Deckel hochgenommen, von diesen ganzen Sondereditionen, die Glossy-Box halt rausbringt. Ne? Also da bin ich echt angefixt von. Die Ostereier finde ich klasse, immer wieder, jedes Jahr. Ich mag den Adventskalender super gerne und ja, halt auch diese Muttertagsedition. Sammy, was schnüffelst du denn da? Weißt du auch nicht, ne? Ist geheim. Ist geheim, Sammy, sag. Okay, und ich würde sagen, wir packen jetzt mal die Box aus. Ich habe den Deckel entfernt und irgendwie, es riecht hier gerade alles so frisch, aber ich weiß nicht warum. Aus der Box kommt es nicht. Sammy, hast du ein neues Parfum aufgelegt? Man weiß es nicht. Genau, so schaut es nämlich aus. Wir haben hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Das ist dieses hier. Ach, vielleicht ist es doch die Box. Ich weiß nicht, weil hier scheint auch ein Parfum drin zu sein. Und wir haben ein Seidenpapier, was mit einem Seidenschleifchen verschlossen wird. Solltest du Bock auf die Box haben und sie abonnieren möchten, dann schau gerne in der Infobox vorbei. Ich glaube, Claudia RSQ ist meine Freunde. Wir haben Freunde-Code. Ja, da kannst du nämlich ein bisschen was sparen. Ich finde es auch, upsala, süß. Wir haben hier vom Motto hier, ich kann nicht reden, vom Motto auch draufstehen, handpicked just for you. Das steht hier auch so drauf und das stand eben auch, genau, hier an der Seite steht es auch mit drauf. Das ist schon süß gemacht, ne? So, ich mache vorsichtig den Klebi auf. Ach, guck mal, und da lächelt mich direkt etwas an, was ich einfach auch aus einer Kooperation kenne. Ich kann nicht reden, es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Und zwar ist das hier, hier haben wir den Blick in die Box, eine Maske von Dalton und die mag ich super gerne. Das ist die Facecare Hydrolift Biozellulose Maske. Die ist sackenteuer, Leute, aber ich liebe sie. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese Maske von Dalton zugeschickt bekomme und ja, ich verwende sie auch super gerne. Die war auch im Dalton Adventskalender mit dabei und so weiter. Eine ganz, ganz tolle Geschichte, die durchfeuchtet hier richtig toll die Haut und mit meiner trockenen Haut komme ich da echt gut mit klar. Und weil ich halt die Kooperation mit denen habe, habe ich einfach auch ein bisschen mehr mich da auch eingelesen in die Marke. Das ist halt Meereskosmetik. Das Leben kommt aus dem Meer und dementsprechend ist alles, was irgendwie an Kosmetik mit Meeresmineralien versetzt ist oder aus Meeresmineralien gemacht wird, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, sehr, sehr hautverträglich und deswegen vertrage ich die Produkte von Dalton auch so gut. Mensch, ja, das steht hier hinten auch nochmal alles drauf beschrieben. Das ist dieses Zellumer-Meeresextrakt. Das ist so ein ganz krasser Anti-Aging-Wirkstoff. Finde ich super. Dann hast du hier auch noch einen 20%-Gutschein mit dabei für den Dalton Online-Shop, falls man da Bock drauf hat. Ne? Finde ich nice. Glossy, Ausrufezeichen 20. Finde ich nice, gefällt mir. Ist bis zum 30.06. gültig. Also wenn du Bock drauf hast, dort zu shoppen, dann tob dich aus. Ich kann dir auch auf jeden Fall die Oyster-Maske sehr ans Herz legen, falls du da mal vorbeischauen möchtest. Ansonsten, die Augenpatches sind auch wirklich toll. Die haben ganz tolle Gesichtscremes. Schau da einfach gerne auf der Homepage dich um. Also ich finde, ne, die Ampullen sind ein Traum. Da ist die C-Ampulle richtig geil. Egal. Es geht jetzt um die Glossybox Muttertagsedition. Als nächstes habe ich etwas dekorative Kosmetik. Auch die Produkte aus dieser Specialbox kommen in meinen Fullface dekorative Kosmetik mit rein, wo ich am Ende des Monats ja ein Schminki zu mache und das dann Mitte des Monats, also Mitte Mai ungefähr, online stellen werde. So auch dieses Produkt, Sophia und Mabel, das ist ein Eyeshadow Quad. Das ist aber klein, ne? Das ist die Aphrodite Palette. Das Packaging gefällt mir richtig gut. Ich hoffe bei sowas ja immer,
dass dann auch die Lidschattenpalette an sich so aussieht, weil ja, diese Pappverpackung, die behalte ich ja meist nicht. Ja gut, es ist rosa, immerhin ist so ein kleines Quad. Finde ich eigentlich ganz süß. Ich meine, die Boxen sind ja auch größentechnisch immer begrenzt. Dementsprechend ist es schwierig. Wir haben hier zwei Schimmertöne und zwei matte Töne mit drin, die wir jetzt natürlich zuallererst einmal swatchen. Und das sieht sehr süß aus. Ich bin eigentlich kein Fan von solchen kleinen Geschichten. Aber seit Catrice diese Five in a Box rausgebracht hat und Natasha Denona ja auch diese Mini-Paletten hat, freue ich mich da immer mehr mit an. Ja, also für einen Alltagslook definitiv geeignet, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Dann nimmst du einfach das helle Matte zum Setten, dann das Dunkle so ein bisschen im Außenwinkel und als Eyeliner-Ersatz kann man sich auch an den unteren Wimpernkranz geben. Dann gibt man sich das Rosa einfach so ein bisschen nach außen, das helle Schimmer so ein bisschen nach innen und dann geht die Party ab. Ne? Dann hast du da auf jeden Fall schon mal einen Look zusammen. Ist jetzt aber nichts, was mich vom Hocker haut. Also da würde ich, wenn ich das jetzt auch so von der Qualität mir im Swatch angucke, wahrscheinlich mir eher so eine Five in a Box von Catrice holen. Aber jo gut, ne? Es ist aber schön, dass es mit in der Box drin ist, weil es macht einfach mal so ein bisschen was anderes und das finde ich schön. Dann haben wir hier noch mehr dekorative Kosmetik drin und da hatten wir in der Glossy Box auch etwas von der Marke von Elikia Beauty. Das ist ein Lipstick Matt. Ein matter Lippenstift. Wahrscheinlich ein Liquid Lipstick, bin ich jetzt nicht so ultra Fan von, aber hey, swatchen können wir alles. Das hat so ein ganz kleines, süßes Füßchen. Riecht so weit nach nichts. Ja, ist aber eher so ein Tint. Oh, ich glaube, ich werde meine Hand nachher nicht... Die muss ich nachher noch gereinigt kriegen, ne? Ja, doch, aber das ist halt so ein klassisches Rot, aber eher so ein Tint. Und das finde ich aktuell ganz praktisch, weil wenn du halt nicht dieses... ich hatte auch, bevor ich den hier drauf hatte, mir auch einen Liquid Lipstick drauf gemacht. Das wird bei mir immer so crusty. Und wenn ich dann dran denke, dass wir aktuell halt viel die Masken tragen müssen und so, macht so ein Liquid Lipstick einfach keinen Spaß bei mir. Ne? Weil der halt so abbröckelt und dafür habe ich einfach zu viele Lippenfältchen, sodass bei mir halt Liquid Lipsticks nicht wirklich halten. Okay, apropos Ampullen, da haben wir hier von Oibos welche drin. In a Second B-Face Hydro Boost. Richtig geil, das ist eine Feuchtigkeitskur. Und hier sind 7 Stück drin. Das finde ich nett. Das finde ich richtig nett. Ich bin ein Fan von Ampullen geworden. Ich habe hier auch schon, Leute, wir haben es noch nicht so fortgeschritten seit meinem letzten Aufgebraucht-Video, aber ich habe hier schon ganz, 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 ganz viele Ampullen aufgebraucht, weil ich da einfach aktuell voll drauf abfahre. Ups, ciao. Und ja. Die werden dann auch mitverwendet. Und Oibos ist eigentlich eher so eine Apothekenmarke. Also die, glaube ich, ne, kriegt man jetzt nicht so unbedingt in der Drogerie. Und da hast du 7 Ampullen drin. Das finde ich nett. Ich setze ein Klebi drauf. Ich habe zu kurze Fingernägel. Ich lasse es jetzt auch mal zu. Es werden einfach 7 Ampullen hier drin sein, die wahrscheinlich so eine leicht blaue Färbung haben. Werde ich mal ausprobieren. Finde ich echt geil, denn meine Haut braucht Feuchtigkeit. Und jetzt ist auch die Zeit, wo es einfach eine viel, viel trocknere Luft ist als normalerweise. Weil wir sind jetzt auch gerade so im Umbruch. Ne? Also bei uns das Luftfeuchtemessgerät zu Hause zeigt fast immer unter 20% an. Also immer LL, low. Ne? Deswegen kann ich das für meine Haut sehr gut gebrauchen. So, ja. Dann habe ich hier etwas von Shu Eomura und da habe ich noch ein weiteres Produktchen mit drin. Ich glaube, die gehören zusammen, weiß ich jetzt aber nicht. Das ist einmal das Urban Moisture Hydro Nourishing Conditioner. Achso, das ist eine Haarspülung. Okay, ja, das finde ich nett. 40 Milliliter ist ein bisschen wenig, ne? Aber, ja gut, kann man wohl machen. Ah, der kommt sehr, sehr dick hier auch raus. Ne? Das ist ja cool. Okay, ja, wird ausprobiert. Riecht angenehm tatsächlich. Und dann habe ich hier auch das Color Lustre Brilliant Glaze Shampoo. Ja gut, ich habe jetzt keine gefärbten Haare, ne? Hätte es da jetzt andere Versionen von gegeben? Das weiß ich gar nicht. Kann ich mal im Heftchen nachgucken. Das ist jetzt ein recht kleines Heftchen. Ist gar nicht mit aufgeführt. Das scheint auch sowieso eher so ein Pröbchen zu sein, was da mit bei ist, ne? Ja. 29 Euro soll das Lidschattenquad kosten. Witzig. Okay, ja. Genau, also das, den Conditioner werde ich auf jeden Fall brauchen. Und ach, auch wenn ich keine kolorierten Haare habe, kann ich mir auch Shampoo reinmachen für koloriertes Haar. Ne? Weil das ist ja meistens einfach nur noch ein bisschen mehr Pflege. So, dann habe ich hier etwas drin. Das ist von Birkholz Perfume Manufacturer Berlin Heaven. Oh,
3 Milliliter von einem Parfum sind hier drin. Marke sagt mir jetzt soweit nichts, muss ich sagen. Ist eine schöne Verpackung, ne? So eine kleine Miniatur. Geil. Das ist richtig geil, denn es ist etwas zum Sprühen. Ich mag einfach nicht diese Miniaturen, wo du halt so ein, ne, und dann musst du es irgendwie rauspröckeln. Das finde ich immer doof. Das rieche ich mal. Habe heute auch noch kein Parfum drauf. Soll man nicht machen, ne? Ich mache es immer. Es riecht sehr blumig, frisch. Sehr, sehr angenehm. Ein schöner Frühlingsduft. Das gefällt mir. Da hätte man auch noch den Green Garden drin haben können. Das ist interessant, aber ich bin froh, dass ich Berlin Heaven drin habe. Ich weiß jetzt nicht, was in eurer Box drin sein wird, weil die ist ja noch zu hier mit Klebi zu und so ein Kram, ne? Aber meinen mag ich gerne. So, zwei haben wir noch. Einmal habe ich hier, das finde ich nice, das habe ich schon. Da hole ich doch mal direkt meins raus. Genau, da muss ich nämlich das nicht extra anbrechen. Das ist ein bisschen weiter gedacht, würde ich mal so sagen. Und zwar ist es von Love, das Make-up-Fixing-Spray Vegan Silk Anti-Pollution Effekt. Das ist dieses hier. Finde ich klasse. Kann man tatsächlich echt gut gebrauchen. Ne? Wenn man den Love Adventskalender hatte, dann hat man dieses Produkt schon einmal bekommen. Genau. Finde ich toll. Ich mag das. Das hat nämlich so ein Sprüher wie so ein Deo. Geil, oder? Voll geil. Ich mach's nochmal drüber. Ich habe eben welches verwendet. Egal. Oh. Ich weiß gar nicht hier, wie das... Also vegan steht hier ja drauf. Das ist schon mal ganz nice. Ich weiß nicht inwiefern... Ich glaube, die sind alle cruelty-free, ne? Die Produkte von den Marken. Das heißt, es ist schon cool. Genau. Deswegen kommt auch meins dann in das Full-Face-Beauty-Boxen mit rein, weil da muss ich ja kein extra neues aufmachen. So, einen habe ich noch. Und ja, ich habe schon... Ohne Witz, ne? Ich habe mir gedacht, Mensch, das ist eine Muttertagsbox. Wir haben aber ganz schön wenig Pflege. Ich persönlich stehe ja drauf, wenn wir richtig viel dekorative Kosmetik haben. Für mich ist diese Box gerade auch wirklich ein Traum, weil ich hier ein dekoratives Kosmetikprodukt nach dem nächsten auspacke. Meistens sind aber gerade in diesen Special-Boxen, auch in den Muttertagsboxen, hochwertige Pflegeprodukte drin, wie jetzt zum Beispiel die Ampullen oder auch die Maske. Und hier haben wir jetzt auch noch von Strivectin. Die Marke kenne ich aus Adventskalendern. Anti-Wrinkle SD Advanced Plus 10 ml Intensive Moisturizing Konzentrat für Falken und Falken. Falken vor allem, ne? Solche Viecher nicht. Für Falten und Dehnungsstreifen steht hier auch drauf. Ich habe Dehnungsstreifen in meinen Oberschenkelinnenseiten, auf meinen Hupis und an den Seiten. Und vielleicht kann ich das da wirklich drauf machen. Das wäre ja mal was. Stretchmarks steht hier drauf, ne? For Stretchmarks. Interessant. Ja, muss ich mal ausprobieren. Und ein kleines Tübchen ist hier mit bei, aber das ist eine recht hochpreisige Marke, ne? Ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich dann auf meine ganzen Dehnungsstreifen geben werde. Dann ist das ruckzuck leer. Mal gucken. Nee, aber Leute, das war jetzt echt mal eine krasse Box, oder? Ich meine, 35 Euro hat man als Abonnent bezahlt. Da bekommt man das ja immer ein bisschen vergünstigter und halt auch ein bisschen eher. 45 Euro kostet das, wenn du kein Abonnent bist. Aber trotzdem haben wir hier eine heiße Geschichte drin. Also geil. Vielen Dank an Glossybox, dass ihr mir die zweite Box zugeschickt habt, sodass ich auch eine verlosen kann. Und ich feiere das halt immer hart, wenn diese Special-Boxen rauskommen. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Und alles, was ihr dafür tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox unter diesem Video. Schau gerne einfach mal vorbei. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir gucken uns noch einmal kurz dieses wunderschöne pastellgrüne, mintgrüne Krüppelpapier an, was ich übrigens auch sehr feiere. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!